Von der Heinzebank an der B101 ist es nicht mehr weit bis zum Zielpunkt in Kühnheide. Wir fahren weiter auf der B174 in Richtung Marienberg und biegen am Abzweig Kühnheide links ab. Nur noch ein paar hundert Meter und wir haben unseren Ausgangspunkt der heutigen Wanderung erreicht. Der Moorlehrpfad wurde im Rahmen des Moorrevital 2018 Projektes durch den Sachsenforst Forstbezirk Marienberg im Jahre 2019 eröffnet. Entlang des Moorpfades stehen viele Informationstafeln. Auf ihnen findet man die beiden Maskottchen Mosi und Rauschi. Sie erklären dem Besucher die Flora und Fauna eines Moores und speziell die Geschichte des Stengelheider Moores. Mosi und Rauschi haben ihren Namen übrigens der im Moor heimischen Moos- und Rauschbeere zu verdanken. Eine passende Namensgebung, wie ich finde. Noch 1 Kilometer bis zum Moorlehrpfad. Bin schon mega gespannt, was mich heute dort erwartet. Das Wetter ist, naja, für Herbst fast am Winter dran. Es ist okay, es nieselt oder regnet ganz schön schon. Aber na gut, wenn man Urlaub hat und nicht zu Hause bleiben will, muss man da durch. Die Moosbeere gehört zu den Heidekrautgewächsen. Sie wächst bevorzugt auf sauren Moorböden, ist essbar und wird mit ihrem leicht bitteren Geschmack gern zu Wildgerichten gereicht, ähnlich der Preiselbeere. Ausgereift sind die Früchte im Zeitraum September bis Oktober, da sie aber meist oft nur in ausgewiesenen Naturschutzgebieten zu finden sind, ist dort das Sammeln der schmackhaften Beeren untersagt. Zu den Heidekrautgewächsen gehört auch die Rauschbeere, die man ebenso wie die Moosbeere bevorzugt in Mooren findet. Im Gegensatz zur Moosbeere sollte man jedoch auf den Verzehr der heidelbeerähnlichen Früchte verzichten, da sie Vergiftungserscheinungen und rauschähnliche Zustände hervorrufen können. Diese Tatsache war wohl auch verantwortlich für die Namensgebung der Rauschbeere. Heidelbeerähnlich deshalb, weil sie im Aussehen und der Form den Heidelbeeren ähneln. Hier im Torfwerk Reitzenhain wurde bis 1990 Torf abgebaut, getrocknet und mit dem Zug zum Verkauf abtransportiert. Es gab auch den Direktverkauf direkt ab Hof von Torf. Der Eisenbahnanschluss wurde später dann stillgelegt. Torf wird nicht mehr vertrieben. Das Gelände jedoch wird für die Holzkohlegewinnung und den Verkauf von Kaminholz weiterhin genutzt. Was gibt es auf dem Beobachtungsstand zu sehen? Der Torfabbau in der Stengelheide endete erst 1990. Nach dem Pflanzen der Bergkiefern 1992 schritt die natürliche Entwicklung des Pflanzenwuchses voran.